Äpfel gehen da nicht rein. Ne? Mensch, ich sollte sowas wie die Kokosnüsse vielleicht verkaufen, weil die kann ich ja nicht wirklich verwenden. Ne? Salat, können wir uns so den Salatding herstellen? Aktuell stelle ich halt wie blöder dieses geschnittene Obst her. Mal gucken. Tun wir die verkaufen, wenn es möglich ist? Tun wir in unsere Verkaufskiste? Was haben wir da eigentlich? Teeaufguss, Getränk, 100% Durst. 2 Tagen, Marktwert 180, können wir auch verkaufen. Also raus, Teeaufguss raus, das Ding raus. Kaffee haben wir hier und hier, das passt schon. So, und hier haben wir, glaube ich, nur Samen drin. Okay. Dann kann ich jetzt halt nur schauen, dass wir hier mal ein bisschen aufsteigen. Da kann ich aber nur elektrische Kabel herstellen, ne? Nee, Reparaturset kann ich auch herstellen. Wir können mechanische Komponenten zumindest schon mal herstellen. Weil wir haben Kabel, wir haben Schrauben, wir haben Eisenbarren. Dass wir da auch aufsteigen, ne? Na gut, die eine Schraube lasse ich da drin. Kabel habe ich hier mit rein. Und Schrauben, genau. Schrauben müssen wir noch herstellen. Packung Schrauben. Ich würde sagen, wir machen da mal... Komm, mach gleich 50. Ist doch egal. Wir haben jetzt halt eigentlich genug Eisenbarren. Dann können wir da gleich 50 herstellen. Dann stellen wir nämlich hier ein paar mechanische Komponenten her. Und elektronische Komponenten. Lass uns noch mal draufschauen auf das Baudingsbums da. Wo war's? Der Müller. Wir brauchen 20 mechanische, 20 elektrische. Okay. Und stellen wir die mal her. So, damit hätten wir jetzt dann eigentlich auch die Schrauben schon mal fertig. Ich habe noch Klebebänder hergestellt. Jetzt habe ich nämlich da mal drauf geguckt. Und zwar, ich würde gerne noch den Stromgenerator bauen. Stromgeneratoren bilden die Hauptquelle von Energie auf deinem Grundstück. Alle Elektrogeräte und Lampen benötigen einen Stromgenerator oder ein Solarmodul. Da ich das Solarmodul erst bauen kann, wenn ich Elektronik 3 habe oder 5, kommen wir um den Stromgenerator gar nicht drum rum. Also heißt es, wir werden den hinstellen, am besten hier so ein bisschen versteckt. Ne, Stromgeneratoren mag man ja nicht unbedingt so mittendrin haben. Einer reicht auch. So, gucken wir mal. Muss ich den anschließen oder was muss ich da machen? Ich benötige einen der folgenden Gegenstände. Öl oder Benzinkanister. Okay, das heißt, ich muss den Benzinkanister auf jeden Fall hier mal auf die 7 legen. Oh, und dann hat der eine Range. Okay, das ist natürlich interessant, ne? Aber ich kann den nicht mehr ausmachen. Aber kann ich ihn umstellen, während er läuft? Ja, keine Ahnung, ne? Okay, na gut, es war jetzt auf jeden Fall mal ganz interessant. Öl können wir jederzeit wieder herstellen. Und zwar, wir bräuchten... Hier, das Ding würde ich nämlich auch gerne bauen wollen. Die Kleidungsmaschine. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Aber jetzt brauchen wir erst einmal mechanische Teile. Da haben wir gesagt 20. Oh. 10. Was fehlt uns dann da? Oh, da brauchen wir noch mehr Schrauben, ne? Oh, da brauchen wir wirklich sehr viel mehr Schrauben. Na gut, dann lassen wir jetzt erst einmal die 10 durchlaufen. Ich habe jetzt ja gerade Kupferbarren noch durchlaufen lassen. Dann würde ich sagen, stelle ich halt jetzt halt einfach noch ein paar Metallbarren her, dass wir hier die ganzen Komponenten zusammenbekommen. Ne? Nicht Ding, sondern Schrauben müssen wir herstellen. Ganz viele. Dann machen wir einfach mal hier 50 Packungen Schrauben. Ja. Und Kabel brauchen wir, ne? Auch. Na gut, ich meine, das ist jetzt halt eher suboptimal, dass das Ding läuft und ich das nicht stoppen kann auch. Ja, aber gut.
Öl können wir hier herstellen, ne? Da brauchen wir Fett und leere Flaschen. Das Benzin können wir hier herstellen. Und da bräuchten wir Öl und Packung Nägel. Okay, das heißt, da muss ich jetzt schauen, dass wir das zusammenmischen irgendwie. Okay, dann sammle ich da mal ein bisschen die Ressourcen. Das mit den Ressourcen sammeln ist so eine Sache. Wir brauchen nämlich für manches Fett und da haben wir nicht mehr sehr viel. Von daher müssen wir tatsächlich erstmal noch auf eine andere Insel oder sowas. So, genau, weil ich habe nämlich nur noch, man sieht hier, nur noch 8 Fett. Und ich glaube, in den Kisten habe ich auch sonst nichts mehr. Eins habe ich da noch. Da habe ich nichts drin. Genau, das sind so diese Special... Oh, da können wir doch diese Special-Sachen reintun. Warum nicht? Da können wir doch dann Ring, den Stein und auch die Gießkanne reintun. Wäre doch möglich. Wo seid ihr? Gießkanne, Stein, das da. Sondern wir brauchen auf jeden Fall davon. Ich habe jetzt schon mal 20 mechanische Komponenten. Ich habe noch mal 44 elektrische Kabel herstellen müssen, weil ich nämlich die Elektro-Dinger hier nicht herstellen konnte. Und wir brauchen ja da 20 Stück, ne? Na gut, dann lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen, was durchgeht. Es sind zumindest 15 dann, die wir herstellen können. Naja, es ist zumindest etwas, ne? Sagen wir mal so. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch Fett. Da haben wir zu wenig. Dann räume ich jetzt halt mal wieder meine Taschen aus. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt, wie man sieht. Dass wir auch wieder Brennholz... Warte mal, deswegen habe ich sie eigentlich gefarmt, dass ich hier, während wir weg sind, Feuerholz durchlaufen lassen kann. Wie viel können wir herstellen? 438. Dann bin ich jetzt einfach mal so, wir machen 200 jeweils, also 213 dann halt, ist egal. Dann kann das nämlich schon mal durchlaufen. Dann läuft bei beiden das gleiche durch. Während wir weg sind, kann das nämlich hier werkeln. Bretter und so weiter haben wir ja noch notfalls. Ich muss sowieso wieder Bäume fällen, das ist ja kein großer Act. So, Schrauben raus. Barren raus. Die Barren raus mit dem Elektrozeug, das tue ich jetzt auch hier rein. So, Zeug verdirbt sowieso immer. Wir tun... Also warte mal, das Korn wollte ich doch da rein tun. Da tun wir es rein. Korn, die Äpfel... dann haben wir eigentlich soweit noch alles einstecken, was wir brauchen. Der Generator ist halt blöd, ne? Dass der jetzt läuft, aber okay. Ach halt, oh, da haben wir doch Fett. Was rede ich? Warum habe ich jetzt eigentlich dann das Fett einmal hier drin und einmal dort drin? Oh Mann, Leute. Ich bin ja drauf. Okay, wir brauchen trotzdem leere Flaschen. Jetzt ist die Frage, kann ich die Flaschen leeren? Nee, ich kann sie nur abwerfen, ne? Na gut, kann ich Flaschen herstellen? Nein, kann ich nicht. Ich kann, ja super, eine Flasche trinken. Nochmal geht nicht. Dann hätten wir nur eine einzige Flasche. Das ist aber nicht viel, ne? Das Dumme ist halt, ich brauche auf jeden Fall nochmal eine Flasche, ne? Ansonsten ist es doof, weil das Öl ist ja jetzt in der Flasche drin. Und ich kriege die Flasche erst, wenn ich sie verbrauche. So, ich kann aber kein Benzin herstellen, kann ich sowieso nicht. Ey, du bräuchtest jeden Tisch 10-mal hier. Ehrlich. Ja, warte mal, nee, das tun wir dann hier mit rein. Hier kommt das Fett rein, das Öl rein, den Kaffee nehmen wir natürlich mit.
Wir müssen mal gucken, ob das Boot jetzt so weit fahren kann. Ich möchte eigentlich nur auf diese eine Insel, wo die Trolle sind. Das wäre mir ja schon total recht. Wo läufst du jetzt eigentlich? Du musst einfach nur hier geradeaus. Genau, und wenn der Weg hier kommt, dann musst du links rüber. So. Schau mal, ich hoffe zumindest, dass das reicht. Goldener Sumpf war das. 15, jawohl, das geht. Das geht, wir können hinreisen. Reisen. Nein? Oh, ich brauche Kraftstoff. Ja, okay, lass mich raus. Tschüss, ade, servus, macht's gut. Es war aber ein kurzer Strandausflug. Oh, du bist übrig geblieben? Kann ich mit dir irgendwas anfangen? Du verpasst dein Schiff? Hallo? Naja. Mir ist egal. So, macht's gut. Ciao. Servus. Cheers. Pfirti. Bleibt mir nichts anderes übrig. Dann müssen wir mal ganz kurz warten, bis ich noch eine Flasche leeren kann. Oh yes. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte sie nicht trinken. Dann machen wir eben jetzt halt nochmal ein Öl. Dann können wir einen Sprit herstellen. So, Öl. Du hast dein Fett rausgenommen, ne? Nimm die Flasche auch gleich wieder mit raus. Dann machen wir hier einmal Öl, bitte. Ja, das war halt jetzt so der Gedanke. Wir fahren dann dorthin und sammeln ein bisschen. Aber müssen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen so viel von dem Sprit dann. Jetzt kann ich da nichts herstellen, ne? Wie ist es denn mit noch einer Werkbank? 10 Holz, 6 Stein und Pflanzenfasern. Da stehen ja noch Bäume. Ein paar. Dann mache ich mir jetzt einfach nochmal eine. Da tue ich jetzt nicht lang rum. Und wenn ihr am Ende 10 Stück dastehen habt, das wäre mir dann auch egal. Wenn die Zeit so lang braucht, bis das Zeug fertig ist. Irgendwo musst du ja arbeiten können. So, den da noch. Und dann reicht's. So. Dann bin ich jetzt einfach mal so frei und hau... Okay, hau den nicht weg. Ich weiß aber, dass da vorne nochmal Steine waren und da habe ich bei einem schon angefangen zu klopfen. Ich habe nur dann aufgehört beim Klopfen, weil ich die Taschen voll hatte. Ich wollte jetzt nicht... Naja. War jetzt nicht in meiner Absicht, dass ich das weghau. Hier habe ich einen Baum weg... Ups, jetzt haust du schon wieder zu. Ich habe hier einen Baum weggehauen, dass ich hier den Weg frei habe. Wir könnten dann auch mal ganz kurz einen Kaffee trinken, weil nämlich die Müdigkeit schon wieder so weit nach oben schießt. Ah, so. Nee, was wolltest du jetzt da? Da wolltest du eigentlich die Äpfel reintun. Dann wollten wir... wo bist du? Noch Pflanzenfasern. Jetzt halt erst einmal egal, wo sie steht. Wir machen gleich 2. Da müssen wir uns dann vielleicht mal ein Eck suchen, wo wir dann die Werkstatt so ein bisschen besser aufbauen. Verbessere hier einfach. Also eine andere Ding gibt es eh nicht, ne? Von daher schauen wir mal, dass... Oh, kannst du jetzt mal aufhören? Naja, schauen wir, dass wir die Dinger jetzt mal darüber kriegen. Nein. Nein. dann machen wir hier jetzt ein Eck, wo wir die Werkbänke hinstellen.
will das bitte wegen vernünftig sehen können. So, die stellen wir jetzt einfach hier in Reihe. Zack, die anderen beiden kommen dann noch daneben. Wir tun die Öfen mit da dazu. Die stellen wir davor. Da haben wir ja eh einen Weg, der hier rumgeht, ne? Dann machen wir da einen. Und den anderen hier so daneben. Steht zwar dann ein bisschen in den Weg rein, aber das ist mir ja wurscht. So. Dann leere Flaschen würde ich nämlich auch gerne herstellen. Was ist denn eigentlich das Camping-Set? Du kannst auf jeder anderen Insel ein Camp errichten, Nahrung vorbereiten und übernachten und dort auch dein Spiel speichern. Kann nicht auf der Stadtinsel errichtet werden. Ja, ist okay. Aber das wäre auch interessant, ne? Dass wir so ein Camping-Set mitnehmen und dann auf jeder Insel eben so ein Ding auch machen. Dann können wir richtig looten. Ich weiß nicht, ob man dann da auch Kisten aufstellen kann. Ich glaube es aber nicht, ne? Stoffe, da brauchen wir allerdings Wolle dafür, ne? Ah. Dumm das. Okay. Erst einmal die Dinger. Feuerholz, Harz und Klebeband. Halt, Kaffee. Feuerholz. Nein. Harz und Klebeband. Und da ich da noch den Ding drin habe, so. So, das heißt, wir müssen uns Klebeband herstellen. Da brauchen wir wieder Pflanzenfasern. Oh meine Güte. Ich brauche einen großen Rucksack, dass ich die Sachen echt eingesteckt lassen kann. Und wir tun mal die Erdbeeren und den Knoblauch raus. Und Erdbeeren kann nur im Sommer wachsen, ja. Knoblauch auch. So, da ist aber alles noch am Wachsen, also da kriegen wir so schnell jetzt nichts raus. Ich rechne damit, dass es regnet, von daher gieße ich nicht. Ah, Fähigkeit wurde verbessert. Ah, gut. Ist das ein Hin und Her hier? Das ist echt der Hammer. So, Klebeband würde ich gerne nochmal herstellen. Eins, dass wir noch eine Flasche machen können, also zwei Flaschen machen können. Dankeschön. So, dann machen wir hier nochmal zwei Flaschen. Ich würde sagen, wir lassen hier mal... Lassen wir gleich 20 durchlaufen, würde ich sagen. Oder komm, mach 30. Mach 30 davon. Seile. Machen wir noch Seile? Ich meine, wir haben ein paar Seile, ne? Aber vielleicht machen wir mal 20 Stück einfach. Lassen wir es mal laufen. Die werden jetzt schnell durch sein. So. Öl. Können wir auch wieder nur zwei herstellen. Ist klar. Und Benzin können wir ja dann wieder an den Dingern herstellen. Okay. Also Elektronik Level 2 haben wir. Das heißt, wir können jetzt dann die Batterie auch herstellen. Kupfer, Eisen, Draht. Eisen, Kupfer. Und wir können auf jeden Fall schon mal drei Batterien herstellen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Elektronischen Komponenten mache ich dann, weil da brauche ich ja sowieso Kabel dafür. Und auch Schrauben. Und die Schrauben, die muss ich ja wiederum am Werktisch herstellen. Oh, das geht aber schnell. Das, eigentlich ist das hier mein Ziel, ne? So, ach schon, stimmt, wir brauchen hier nochmal 5 elektrische Komponenten. Also elektrische Kabel brauchen wir auf jeden Fall viele. Dafür brauchen wir auch noch ganz viel Klebeband. Also es war auch ganz gut, dass ich das Klebeband hier gleich durchlaufen lasse. Ich hoffe, das ist auch dann gleich fertig. So, Klebeband ist fertig. Schrauben habe ich dann gleich rein zum Fertigen und es regnet, also ich kann mir das echt sparen. Ich habe es aber schon mal gesagt, ich kann mir das echt sparen mit dem Gießen von dem Zeug. Braucht man nicht.
So, wir brauchen ja ganz viele Kabel. 4 Stück sind es immer. Ich würde sagen, es dauert zwar jetzt eine Zeit lang, aber wir machen gleich wirklich die 120. Jede Einheit kreiert bis zu 4 Gegenständen. Ja, mach einfach. Mach einfach. Das dauert zwar jetzt eine Zeit lang beim Durchlaufen, aber ist mir egal. Mir läuft nichts weg. So, das Zeug da drüben dauert natürlich auch noch. Hauptsache, ihr werdet noch im Sommer fertig. Was haben wir denn eigentlich kalendermäßig? Nee, das ist falsch gewesen. Na, wir haben schon den 14. Ihren Geburtstag haben wir verpasst. Aber es geht echt. Die Tage verfliegen, ne? Oh, mein erstes Boot ist so cool. Ja, das stimmt. Aber dass man die nicht angucken kann irgendwie, ne? Auch schade. Na gut, das wird ja noch eine Zeit lang dauern, bis die Sachen da durchlaufen. Was können wir denn noch herstellen? Wir könnten mal ganz kurz gucken, ob man nochmal... Ja, da brauchen wir aber das Klebeband wieder dafür. Und das Klebeband, das haben... Naja gut, wir müssen Klebeband herstellen. Das bringt ja nichts, ne? Sehr viel Fett haben wir nicht mehr. Wir können zumindest 7 Stück herstellen. Das machen wir jetzt halt auch. Die lassen wir durchlaufen. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja dann die 2 Öl. Damit können wir dann schauen wegen Benzin. Und wenn wir Benzin haben, können wir wiederum auf die andere Insel rüberfahren. Das allerdings dann am nächsten Tag erst, wenn es Tag wird. Und können dort dann einiges sammeln. Und ich würde mir schon gerne dieses Übernachtungsset oder wie das heißt herstellen. Den Müller würde ich halt auch gerne machen wollen, ne? Dass wir das Korn verarbeiten können. Ja. So viel Zeug, ehrlich war. So, schau nochmal, Campingset. Achso, die können wir ja nicht machen, wegen dem Stoff, ne? Schatzkarte haben wir noch, da könnten wir auch mal eine aktivieren. Bam. Na gut. Man ist gefangen hier ein bisschen, wenn man auf eine Herstellung wartet. Aber okay, ist es halt so. Dann warten wir halt mal.